Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zum heutigen Webinar Stereo Trader Live Trading zur Börseneröffnung am Morgen bei FX Let mit Dirk Hilger selbstverständlich und mein Name ist Nelson Cardoso Neto. Ich freue mich, dass Sie heute wieder dabei sind und begrüße Sie natürlich im Namen von FX Let. Wir schauen uns den Risikohinweis an. Wie immer dient dieses Webinar nur als Schulungs- oder dient nur zu Schulungszwecken, bitte auf gar keinen Fall als Anlageberatung oder Handelsempfehlung verstehen, auch wenn der Dirk den einen oder anderen Trade vielleicht macht, denn Sie müssen Ihre eigene Entscheidung treffen. Ja, das bleibt wie immer bestehen. Gut, dann Dirk, übergebe ich sehr gerne den Bildschirm, wünsche natürlich viel Erfolg, aber auch viel Spaß. Wir hören dich nicht, Dirk, falls du sprichst. Ich weiß, ich wollte doch zuerst Okay. mal unterschlucken. Statt hier direkt mit Schmatzgeräuschen zu starten. So, erstmal einen wunderschönen guten Morgen hier von meiner Seite aus Köln und willkommen auch von meiner Seite zum Live-Trading-Webinar hier zur Markteröffnung. So, ich komme heute mal sehr, sehr unvorbereitet hier in den Markt beziehungsweise hier in das Webinar. Und das liegt jetzt nicht etwa irgendwie an Faulheit oder sonst was, sondern ich nutze hier einfach mal, ich mache halt, man sagt immer so schön, wenn das Leben dir eine Zitrone gibt und dann mach Limonade draus. Ich habe halt hier so ein bisschen mit der Technik gekämpft, weil ich halt heute auch was zeigen wollte hier im Stereo Trader, was jetzt halt auch mit einem Add-on sehr, sehr, sehr bald kommen wird. Ich weiß, das hat man schon öfters gehört, es kommt sehr bald, aber hier haben wir tatsächlich einen Stichtag und das ist der 1.7. Mehr kann ich dazu noch nicht verraten, aber ich kann zumindest halt mal eine Funktionalität zeigen, die es halt damit auch geben wird. Und ich hoffe, das funktioniert. Und mir war es halt einfach wichtig, gestern halt das noch irgendwie fertig zu kriegen. Und es sieht auch so aus, als würde es jetzt erstmal laufen und aber gleich dazu mehr. Und das ist halt auch so ein bisschen der Grund. Ich habe ja natürlich nichtsdestotrotz meinen Ausblick beziehungsweise ja unverändert meine Übersicht jetzt, was halt den DAX und den Dow angeht. Den Dow werden wir nur heute nicht großartig machen können, weil ich hier nur eine Instanz momentan vom MetaTrader 5, auf dem sind wir hier, oder bin ich hier aktuell unterwegs, halt habe. Und deswegen kann ich da jetzt nicht, leider Gottes, nicht hin und her switchen. Ist aber jetzt nicht so schlimm, wie man sieht. Ich komme auch gemeinerweise hier direkt mit einem offenen Trade mit dem Dow hier direkt rein. Das war jetzt halt einfach nur in meinem Block. Hoppla. Das sollte hier nicht hin. Moment, muss ich ja nochmal umschalten. Mit einer Linie mit der 702 aus meinem Block. Ich muss jetzt hier trotzdem nur gerade mal ganz kurz, Moment, zwei Sachen umstellen hier, bevor wir hier loslegen, damit ich hier mir nicht selber ins Gehege komme jetzt die ganze Zeit. Dauert gerade eine Sekunde, bin sofort wieder da. So, ich brauche hier nur meine Übersicht auf dem anderen Bildschirm. Und hier waren gerade zwei im Fullscreen auf und deswegen muss ich da mal kurz hier mal ein bisschen was umstellen. So, sollte jetzt aber wieder funktionieren, ne? Da sind wir schon. Okay. So, nee, bei dem Dow war es halt hier einfach nur die 702, die man auch in meinem Block hier halt sehen kann. Das ist eine gestrichelte Kandidatin, aber ist auch jetzt nicht so schwer, glaube ich, nachvollziehbar. Ich kann das nur mal ganz kurz zeigen, damit das hier nicht irgendwie komisch rüberkommt. Wir haben halt hier einfach, das sieht man ja halt, so ein aufsteigendes Dreieck, vermutlich nennt man das. Ich bin ja nicht so der Formationshändler. Und hier oben, das war halt einfach nur eine Übertreibung. Und wir haben auch, das sieht man, wenn man das einfügt, hier zum Beispiel mit dem Moving Average, mit dem 200er. Und der ist halt auch genau hier oben. Das passt halt alles ganz gut zusammen. Ist halt auch eine kleine Übertreibung von dem Hoch von gestern, was wir halt hier hatten. Und da kommt halt ohne Korrektur in solchen Situationen einfach oft
auch nichts nach. Von daher war das jetzt nicht so schwer dann auch zu erkennen und zu handeln. Aber wie gesagt, darum geht es jetzt hier gar nicht. Den habe ich vorhin tatsächlich nur einfach mal aufgemacht und gesagt, komm, das ist eine Gelegenheit, die nehmen wir mit, die aber auch nichtsdestotrotz zum Gesamtbild von den beiden passt. Und das ist momentan das Gesamtbild, ist ja einfach nur seitwärts. Ja. Und generell ist ja so, bei seitwärts muss ich, glaube ich, auch nicht großartig irgendwie als neue Erkenntnis erklären. Seitwärts ist natürlich immer das Beste, oben Short, unten Long. Oder besser eigentlich noch sogar nur unten Long, weil oben Short auch schon mal ein bisschen schwieriger sein kann, vor allen Dingen in Märkten, die halt irgendwie nach oben die ganze Zeit schieben. Und das macht der Dow mindestens genauso wie der DAX. Und da kann man eigentlich eher erkennen, wo unten Schluss ist, als dass man erkennen kann, wo oben Schluss ist. Aber das hier war jetzt halt einfach ein relativ einfacher Ansatz. So, ich lasse den halt mal hier drin. Mal gucken, wie weit er kommt, beziehungsweise ich würde hier auf 15 Minuten gehen und dann vielleicht gleich auch irgendwie einen Trailer reinwerfen, weil wir sind hier im Dow durch die letzten Supports hier auf hohem Niveau da unten erstmal durch. Das heißt, alles, was hier gestützt hat, wird jetzt einfach in der klassischen Herangehensweise, würde ich mal behaupten, dann halt hier auch zum Widerstand. Und die gehen hier mal gerade hinzimmern. Und das heißt, da sollte er dann eigentlich auch nicht mehr drüber. Das hat jetzt halt mit dem DAX, wie gesagt, nichts zu tun, aber es ist trotzdem eine Geschichte, die sich ergeben hat und die natürlich, da ja beide nicht komplett voneinander abweichen, die man natürlich auch hier zusätzlich einfach im Auge behalten kann. Ja, das heißt, also das wäre so der Bereich. Hier vorher Support sollte jetzt Widerstand werden und wenn das getestet ist, dann kann man auch den Stop als Beispiel nachziehen. Oder halt, wenn wir direkt hier runterkommen, und das meine ich eben mit seitwärts, das ist die 631. Die konnte man am Freitag sehr genau beobachten, was da passiert. Die hatte ich auch da in meinem Blog drin und da war halt ein ziemlich heftiger Verkäufer unterwegs, erstmal. Und ist aber dann jetzt, das ist hier ist jetzt wiederum gestern und ist dann gestern halt irgendwie mit bisschen Mühe zurückgekauft worden, hat dann jetzt auch schon mal drauf aufgesetzt. Das heißt, das hier wäre auch dann ganz klar mein nächster Support wieder bei der 631. Das heißt, wenn man nur die kurze Strecke machen will, dann halt hier raus und dann hier mal gucken, ob das nicht seitwärts an der Stelle weitergeht. Und passenderweise ist da jetzt lustigerweise auch der EMA 200 im 15. Das passt also alles ganz gut zusammen. Und aber wie gesagt, das hier ist erstmal Nebensache. Den mache ich jetzt erstmal weg. So, dann haben wir hier unseren lieben DAX. Den soll es jetzt in erster Linie hier gehen. Beim Webinar, auch hier sieht man, ich habe keine Linien eingezeichnet. Das geht aber ganz schnell. Das mache ich jetzt einfach mit euch zusammen hier und dann kann ich das ja auch, glaube ich, einfach auch mal so ein bisschen erklären, nochmal ein bisschen deutlicher, ohne dass immer alles schon vorgezeichnet ist, warum, weshalb, wieso. Und da wird sich jetzt schon der Erste irgendwie, wenn jemand aufmerksam war, der kann ja vielleicht mal reinschreiben, was ihm auffällt. Und dann gehe ich gleich mal darauf ein, weil hier gibt es nämlich was Merkwürdiges in diesem Bild. So, machen wir mal den Stundenchart, machen wir den mal auf. Also, was ist passiert? Also, man sieht, ich bin hier, wie gesagt, in der MT5-Version unterwegs, weil die wird in Zukunft dann doch deutlich mehr können als die MT4-Version. Und darauf zielt ja halt auch die nächste Stereo Trader-Version ein bisschen deutlicher ab auf den MT5 und nutzt da halt auch einiges von, was im MT4 eben nicht machbar ist. So, hier sieht man es ja relativ deutlich, wenn man mal einfach im Stundenchart bleibt. Das ist halt seitwärts Chaos. Ja? Also wir kommen von hier oben irgendwo runter, setzen hier irgendwo auf, überbieten hier die letzten Hochs, die wir hier auf der Strecke haben. Hier wird auch noch ein Gap überrannt, kommen dann wieder runter und also seitwärts erstmal. Im Tageschart, dann können wir uns das gleich auch nochmal angucken, wo da halt die Grenzen dann auch zu sehen sind. Und bleiben wir hier erstmal in der Stunde. Ich mache es mal ein bisschen kleiner, damit man ein bisschen Übersicht hat. Also hier unten sieht man halt deutlicher Supportbereich. Ja, da kann man ja einfach mal erstmal Pi mal Daumen mal einzeichnen. Machen wir gleich mal grün, damit man es auch besser versteht. Also wie gesagt, ich schaffe mir jetzt hier eine Übersicht und daraus versuche ich dann jetzt auch mal abzuleiten, was man denn da handeln könnte. Also hier die 11.860, beziehungsweise hier unten in dem Peak, oder beziehungsweise ein bisschen genauer wäre es dann die 11.840. Ja, das ist schon ganz hilfreich hier mit den
mit den Zahlen, dass die halt hier auch direkt eingeblendet werden. So, das ist natürlich unverkennbar Support und hier dazwischen haben wir dann auch noch irgendwas. Da könnte man jetzt hingehen, könnte versuchen, hier zum Beispiel im letzten Anstieg dann mit einer Fibo ranzugehen. Kann man natürlich machen. Inwiefern das Sinn macht, weiß ich nicht. Mein Ansatz wäre hier eher ein anderer und ich muss das jetzt gleich mal ein bisschen nach oben dann auch ausweiten. Ein bisschen Zeit haben wir ja noch. Ich will auch nicht um Punkt 9 Uhr hier direkt agieren, sondern wird erstmal eine Viertelstunde warten. Gerade weil wir seitwärts sind, weil da halt ein bisschen schwer auszurechnen ist, wie die Erstreaktion dann jetzt folgen wird. Also, was ich halt hier wesentlich interessanter fände oder gefunden hätte bei der Betrachtung, wie gesagt, ich mache das gleich mal nach oben weiter, das ist halt, dass wir hier im Stundenchart, da haben wir nochmal Support gehabt. Und wenn man die Stunde hier mal runterbrechen würde auf 15 Minuten, das kann ich auch gleich machen, dann würde man sehen, dass man hier so eine Clusterung hat, ja, so ein Support-Cluster. Und oder hier ganz einfach, hier war sicherlich ein Widerstand, da sind wir noch oben durch und wie immer, da fehlt halt oder hat halt einfach der Backtest gefehlt. Und wenn man sich da halt einfach mal irgendwo hier mitten rein eine Linie macht, und da wird man halt sehen, dass halt das ziemlich genau auch zusammenpasst an der Stelle. Ja, also hier war ein Ausbruch, zack, bam, zurückgetestet und das war's. Und das ist der erstmal aus meiner Sicht der einzige Grund, warum das halt hier auch entsprechend nochmal nach oben reagiert hat. So, jetzt haben wir oben natürlich auf der Oberseite das Gleiche und das meine ich ja gerade. Ich versuche das mal oben dann auch entsprechend fortzusetzen. Nichtsdestotrotz mache ich hier mal allem voran die 12.113 rein, weil die hat, das ist halt einfach ein Punkt, der wurde schon oder wird schon seit Jahren einfach immer wieder gehandelt. Und das ist auch für mich Grund genug, die immer wieder zu beäugen und auch hier drin zu haben, weil das natürlich eine entsprechende Wichtigkeit hat. So, und das sieht man ja halt auch. Also hier könnte man jetzt meinen, gut, da war jetzt nichts, wobei natürlich hier auch vorher erstmal gescheitert und dann halt hier mit Karacho durch. So, und dann hat entsprechend der Ansatz, also das sage ich aber auch immer bei solchen Punkten, die in der Vergangenheit oft gehandelt wurden, wo immer wieder Volumen war. Die funktionieren eigentlich nicht dafür, indem man sie als Support Resistance behandelt. Das heißt, ein Paritätsumkehrprinzip funktioniert da an solchen Stellen tatsächlich oft nicht, weil sieht man ja hier, es ist mit Volumen, ohne dass ich es hier angezeigt habe, durchgeballert und kommt dann entsprechend, so wie es aussieht, mit Volumen auch wieder runter. Ja, also kann man so nicht ohne weiteres handeln. Man weiß halt immer nur bei solchen Punkten, da wird was passieren. Was muss man dann einfach wirklich tatsächlich genau gucken? So, und das heißt entsprechend auch, es könnte sein, dass wir hier jetzt um 9 Uhr direkt nach oben dann auch durchrauschen durch die 113 und dann hier auf der Oberseite nochmal alles suchen, was da halt irgendwie machbar ist. So, und da wäre jetzt zum Beispiel ein Punkt, den man sich hier ausloten könnte, auch nach dem gleichen Prinzip, nämlich erstmal gucken, wo ist hier kleiner Support gewesen, also gestern, wobei gestern natürlich das Volumen unfassbar dünn war, darf man halt nicht vergessen bei der Betrachtung jetzt. Aber ganz klar hier oben, da sieht man auch, und, beziehungsweise eigentlich eher in dem Bereich, da waren so die letzten, wir sind hier im Stundenchart, da waren so die letzten Supports und da ist auch lustigerweise kommt jetzt genau die 144, die man dann auch wieder in meinem Blog auch finden wird. Ja, das heißt, hier hat es ja versucht, so ein bisschen nochmal nach oben zu stützen. Hier auch so ein bisschen, ist vielleicht ein bisschen klein hier, ich mache es mal größer. Auch nochmal so eine kleine Fake-Umkehrkerze hier dazwischen und dann aber runter. So, das wäre halt zum Beispiel jetzt ein Punkt, wo ich sage, da würde jetzt Short erstmal Sinn machen. Also wenn er da jetzt irgendwie hinrennen sollte, dann würde ich da erstmal Short gehen. Auf der Unterseite, beziehungsweise ich mache es jetzt erstmal eins höher, auch hier noch. Das heißt, da haben wir hier, müssen wir mal gucken, ob wir dann da oben in dem Bereich wäre dann halt das Gleiche. Ist wahrscheinlich nur jetzt ein bisschen hochgefasst für die Eröffnung. Aber gut, man weiß ja nie. Ist ja immer ganz gut, wenn man auch weiß, woran man ist oder wo man sich befindet, wenn es halt ein bisschen heftiger wird. Also hier oben in dem Bereich. Aber das wurde auch schon, wie man hier sieht, umgewandelt entsprechend in Resistance, nachdem es hier oben ein paar Stunden lang drüber supportet hat, auch hier sauber angelaufen und dann erstmal runter. Das heißt, das Thema ist eigentlich erstmal
würde ich mal behaupten, durch. So, nächster Punkt oberhalb wäre dann entsprechend, na, mal gucken, so der Bereich wurde aber auch schon fast erreicht. Und das ist halt wiederum auch, findet man auch bei mir in meinem Blog. Das wäre dann die 212. Hier ein bisschen Übertreibung. Na, aber eigentlich auch halt schon beantwortet. So, von daher jetzt nicht so ganz einfach, weil das hier wurde ja schon mal verkauft, das auch schon mal. Hier fehlt es halt tatsächlich. Das ist momentan der einzige Punkt, der so ein bisschen fehlt, wo es von mir aus gerne hinlaufen kann. Ob es das schafft, das steht natürlich auf einem ganz anderen Blatt. Wenn wir jetzt hier auch mal davon ausgehen, dass wir sowas Ähnliches kriegen wie im DAO, dann würde ich hier eigentlich erstmal die Unterseite erwarten. Also wir sind hier am Hoch von gestern an der Stelle. Und wenn wir runterkommen, dann wäre halt dann die Frage, bis wohin? Also immer davon ausgehen, dass wir hier jetzt natürlich heute nicht den großen Abverkauf kriegen, weil das ist ja in den meisten Fällen so, dass der Markt ja nun mal seitwärts läuft, sondern dass wir auch weiter seitwärts tendieren. Weil tatsächlich ist es so, ich glaube, wenn man das mal statistisch erfassen würde, dann würde man halt sehen, dass halt irgendwie in 90% der Fälle der Markt ja immer eigentlich seitwärts ist und keine großen Trendbewegungen halt macht. Und das heißt, wenn man sich darauf halt ein bisschen festlegt, das macht mein Kollege der Heiko ja auch, der macht ja nur Ranges, allerdings noch ein paar Nummern kleiner. Und das heißt, hat natürlich dann entsprechend auch an fast allen Tagen dann auch irgendwie leichtes Spiel mit dem Markt. So, das darf man natürlich dann auch nicht als Momentaufnahme dann werten, sondern wenn man sowas macht, dann muss man es halt immer machen. Das heißt, also selbst wenn ich jetzt sage, okay, wir sind heute natürlich, weil es ja meistens so ist, vermutlich dann auch nochmal seitwärts. Wenn es dann ausgerechnet heute nicht so ist, dann heißt das aber nicht, dass es die nächsten 10 Tage nicht nochmal genauso ist. Und das ist aber wie mit jeder Strategie, egal was man macht, man muss ja halt letzten Endes dann halt irgendwo nur dabei bleiben. So, jetzt ist die Frage halt nach dem Support hier auf der Unterseite. Da wird man wahrscheinlich ein bisschen was kombinieren müssen. Ich mache halt hier. Also guck mal hier, ob wir hier unten irgendwo was finden. Weil letzten Endes, und das ist das, was ich jetzt auch immer sage, ist, kein Mensch kann irgendwie voraussehen, was der Markt macht. Es geht immer nur darum, herauszufinden, wo treffen die Interessen aufeinander. Und solange man das versucht und nicht irgendwie den großen Run halt irgendwie im Auge hat, wird man auch in der Regel, wenn man das diszipliniert durchhält, auch positiv in dem Markt abschneiden. Und so, das wäre dann halt so ein Bereich hier zum Beispiel. Das heißt, wir haben hier auch, vielleicht ein bisschen genauer noch, wir haben halt hier auch, sieht man schön hier eine Ausbruchskerze. Gestern, eigentlich hatte ich gestern auch erwartet, dass wir da mal drunter gehen. Das war die 8 Uhr Eröffnung hier. Auch wenn man das jetzt nicht sieht, das weiß ich, das ist so. Ich kann es aber auch gleich nochmal einblenden. Und das heißt, da, in dem Bereich, ja, wo es halt ja vorher einfach hier von unten auch nochmal ordentlich Widerstand gab, da irgendwo, und da muss man ein bisschen genauer hingucken, wenn das kommen sollte, das wäre so die erste Support-Chance, ja, wo man halt, wo es halt sein könnte, dass wir halt hier diese Support-Tiefs, die wir halt hier haben an der Stelle, dass wir da erst so ein bisschen übertreiben, weil dann das sicherlich dann halt auch nochmal, hoppla, ich lasse den mal eben, aber hier sicherlich auch nochmal ein bisschen was halt sein wird, das ist auch die 12.049, das wäre das Tagestief von gestern. Und da kann der ruhig mal kurz drunter gucken und auch ein bisschen übertreiben und dann halt hier einfach mal in dieses Cluster eintauchen. Weil das sowas zum Beispiel, was dann halt wirklich ja fast einen ganzen Tag irgendwo gehandelt wurde, mal eben durchverkauft wurde, also es wurde ja auch hier gestützt, kann man natürlich als letzte Instanz dann halt hier irgendwo den Peak dann halt auch noch nehmen. Und aber dass sowas dann halt in einem Rutsch durchverkauft wird, passiert eher selten. Und das heißt, das ist so das, jetzt mein grobes Szenario. Das heißt also hier oben ab der 144, da würde ich zu Short tendieren und hier ab der 49, beziehungsweise eher mit bisschen Übertreibung drunter, da halt dann eher zu long. So, und das ist jetzt für meine Begriffe erstmal die Seitwärtsrange, die wir hier haben. Und die ist natürlich durch, sobald wir hier unter
allerspätestens hier unter den letzten Peak da halt fallen. Da muss man natürlich dann halt irgendwo aufpassen, weil dann ist natürlich seitwärts irgendwann auch mal vorbei, wenn er das machen sollte. Also ich glaube es erstmal nicht. Und aber ich weiß natürlich auch nicht, was jetzt irgendwie die anderen Marktteilnehmer oder die großen Marktteilnehmer hier für einen Plan haben heute. Aber das ist auf jeden Fall, also von hier, die 4,9 eigentlich weniger, die würde ich erstmal, also hier ist bei mir heute irgendwie ziemlich Alarm, habe ich das Gefühl. Ich hoffe, das stört nicht allzu sehr im Ton. Irgendwie fährt da andauernd irgendeiner mit Martinshorn irgendwie durch die Gegend. Also ab hier geht es los und das heißt, der Bereich, ja, das ist eine Spanne von 35 Punkten, ab da wird sich halt, sollte sich erstmal Support bilden, wenn wir darunter kommen. So, das ist halt jetzt erstmal der grobe Überblick. Also wie gesagt, ich habe es auch bewusst mal ein bisschen unvorbereitet gelassen, damit man es halt eben auch nachvollziehen kann, weil letzten Endes ist es ja nichts anderes. Wer hier einen Trend ableiten kann, herzlichen Glückwunsch. Ich kann sie nicht, ja, weil das ist halt wirklich, glaube ich, muss man auch nicht irgendwie viel diskutieren. Das ist halt so seitwärts Geschrubbel. Und deswegen kann es natürlich, wenn man sich jetzt eine plausible Bewegung halt sucht, natürlich gut möglich, dass ausgehend von diesem letzten Punkt hier die Zwischenhochs überschritten, hier eine Korrektur und dass das nach oben fortgesetzt wird. Kann sein, aber am ersten Anlauf direkt drauf ist ja meistens auch nicht unbedingt der Fall. Und deswegen würde ich dann schon, wenn er dann halt hier auch tatsächlich runterkommt und die Chance gibt, dann hier erstmal halt auch long gehen. Und aber hier oben erstmal auf keinen Fall. Weil hier sind wir jetzt halt auch knapp unterm Tageshoch von gestern. Und deswegen gibt es da jetzt erstmal auch überhaupt keinen Handlungsbedarf. Und wie man sieht, hier die 113. Da werden wir jetzt gleich mal auch rausfinden, wie das da reagiert. So, da hat ja irgendwie keiner, dem ist ja keinem was aufgefallen, hier in meinem Bild. Ja, vielleicht kommt es noch. Aber eigentlich muss man gar nicht so genau hingucken. Man sieht es nämlich halt hier schon, was hier passiert. Und zwar, um das mal kurz zu erklären. Also ich bin jetzt hier, also auf der rechten Seite ist hier mein Stundenchart, den ich irgendwie gerade gezeichnet habe, hier der Tageschart und hier ist mein 5-Minuten-Handelschart erstmal. Ich bin hier im DAX CFD unterwegs und habe ein Orderbuch, wie man sieht. Ja, also hier eine Markttiefe. So, und da wird jetzt halt erstmal jeder irgendwie fragen, so, wie kommt denn das dahin? Und das kann ja nicht sein. Und außerdem, wenn es ein CFD-Orderbuch ist, und dann ist das ja sowieso egal. Das stimmt. Tatsache ist aber, das ist hier das Orderbuch aus dem Future, weil wir haben ja bei FX Flat halt die Möglichkeit, im MT5 ja auch den Future zu handeln. Und als ich letztens halt irgendwie den Mini-DAO im Test hatte und da halt versucht habe, dann irgendwie ein paar Punkte rauszuschneiden, und hatte ich immer auf der rechten Seite, also links hatte ich halt meinen Handelschart, den Mini-DAO, und auf der rechten Seite war dann halt der normale YM. Und dachte ich mir so, also auf der rechten Seite deswegen, ja, weil ich dort das Volumen gebraucht habe. Und dachte ich mir, das kann ja auch nicht irgendwie sein, dass ich halt da irgendwie zwei aufhaben muss, wenn ich nur einen handle. Und da kam halt die Idee, wenn wir schon die Möglichkeit haben, dass wir entsprechend die Futures und die CFDs in einem Konto haben können, dann macht es natürlich auch Sinn, wenn man beide mappen kann. Ja, das heißt, was ich jetzt hier gemacht habe, und das ist nichts anderes, als ich blende mir hier den Future über den CFD. Ja, und deswegen habe ich hier halt auch ein Orderbuch, ein echtes Orderbuch. Also es kann mal einen Punkt abweichen, ja, weil die natürlich ja halt auch von der Quotierung halt ein bisschen differieren. Ja, das sieht man halt hier, also hier ist eigentlich Bid Ask, da geht es halt mal irgendwie auch einen Punkt halt mal daneben. Das ist aber nicht schlimm, es geht ja eher darum, dass man hier auch dann entsprechend sehen kann, wenn da zum Beispiel jetzt halt irgendwie, wenn nach unten gedrückt wird, dass halt auch entsprechend zum Beispiel eine Order nachgeschoben wird, ja, dass da halt jemand mit, ich weiß nicht, wie man diese Orderart tatsächlich nennt, Eisberg ist es nicht, und sondern dass man halt einfach sieht, okay, da pusht jemand den Markt runter, indem man halt immer wieder eine große Order nachdrückt. Haben wir hier jetzt noch nicht. Den Fall hier ist es noch relativ ausgeglichen, aber vielleicht sehen wir das ja gleich. Und sowas ist natürlich extrem hilfreich,
wenn man zum Beispiel skypen will und dann halt entsprechend seinen Stop sehr, sehr knapp hinterherziehen will. Und gleichzeitig ist es natürlich so, also das Orderbuch ist das eine, das Volumen ist natürlich die andere Geschichte. Das heißt, ich habe hier natürlich, die Frage kam ja auch schon, ich habe natürlich hier an der Stelle auch das echte Volumen drin. Das heißt also auch hier auch dann entsprechend echte Informationen aus dem Datenfeed, den man ja dann im MT5-Konto bei FX Flat ja dann hat. Und ziehe mir also die Daten aus dem Datenfeed vom Future und lege auch die entsprechend hier drüber. Das heißt also auch hier Value Area, Low und High, Point of Control, auch die Anzahl der Kontrakte ist also alles richtig. Ne? Also alles echte Future-Daten, beziehungsweise darauf halt entsprechend basiert. Und es ist natürlich eine extrem komfortable Geschichte, weil man tatsächlich dann halt in gewohnter Art und Weise, also es hat noch keiner gesehen, ja, also ihr seid jetzt wirklich die Ersten, die das halt sehen und wo man dann halt wirklich einfach auch, wenn jetzt zum Beispiel jemand skaliert, dann halt auch natürlich weiter einfach seinen CFD verwenden kann, egal mit welcher Positionsgröße und kann dann aber trotzdem halt hier sich auf den Future verlassen. Und das ist natürlich halt schon extrem nett. Und wie gesagt, läuft heute auch hier zum allerersten Mal live. Das war die Geschichte. Ich wollte die gestern unbedingt fertig kriegen und ich bin jetzt erstmal froh, dass das hier läuft und dass ich das zumindest halt hier jetzt auch mal zeigen kann. Wie weit uns das jetzt halt hilft, das werden wir jetzt gleich mal rausfinden noch. Aber glaube ich doch auf jeden Fall eine sehr, sehr nette Geschichte. Nelson, ne? Hast du auch nicht gewusst. Da hast du mich auch überrascht. Da hast du wieder Ja, was aus ne? der Trickkiste rausgeholt. Finde ich super. Ja, also fand ich halt echt einfach naheliegend, ne? Weil ich habe das auch schon bei anderen jetzt oft gesehen, wenn die dann halt zum Beispiel den Micro-DAO oder den Micro-ES dann halt handeln und dann halt immer auch irgendwie alle zwei Charts aufhaben. Und dann dachte ich, okay, das ist doch mal wieder eine Gelegenheit, mal wieder was Neues zu machen und gleich mal wieder eine Nasenlänge voraus zu sein mit den anderen Plattformen und habe das eben entsprechend auch mal kurz umgesetzt. Also wie gesagt, das wird definitiv innerhalb der nächsten, also bis zum 1.7. spätestens, wird nicht standardmäßig im Stereo Trader drin sein, sondern in dem Add-on, aber spielt ja erstmal keine Rolle. Entschuldigung. Und wird aber auf jeden Fall jetzt ganz schnell kommen, weil das war jetzt auch nicht irgendwie so das riesengroße Ding von der Herausforderung von der Programmierung, muss man halt auch fairerweise dazu sagen. Sondern das war halt tatsächlich mit überschaubarem Aufwand gemacht. Aber wie es so oft ist, liegt ja der Fehler dann oft im Detail oder der Teufel steckt im Detail. Deswegen muss man es jetzt natürlich erstmal auch beobachten. Und wie ich das so kenne, kommt dann erstmal noch ein großer Rattenschwanz hinterher. Und das ist ja meistens so. Deswegen ist es auch noch nicht in der aktuellen Beta auch noch drin, sondern hier nur auf meinem Account. Aber wie gesagt, kommt alles auf jeden Fall früh genug und auch Nur erstmal, eine glaube ich. kleine Ergänzung, Dirk, weil Ja. die Frage wird sicherlich kommen. Also es ist nur im MetaTrader 5 möglich und man Genau. muss bei uns auch für die Futures freigeschaltet sein. Ja? Also bitte Ja. nicht so verstehen, dass mit dem nächsten Update die Daten dann auch reinkommen, sondern als Kunde bei uns müssen sie dann auch für den Future freigeschaltet werden. Sie können auf der Webseite das Formular ausfüllen. Wenn Sie noch kein MetaTrader 5-Konto haben und aber dafür ein MetaTrader 4, können Sie dann dieses bei uns aber auch beantragen. Genau. Das heißt, da war auch die Frage, wo kommen die Daten her, der Datenfeed und so weiter. Das muss ja halt, da gibt es natürlich ja auch entsprechende Konditionen dafür. Datenfeed ist ja meistens nicht umsonst, aber das kann man ja auf der Homepage von FX Flat auch nachlesen. Kostet auch nicht zwangsläufig was, aber wie gesagt, guckt euch das halt einfach an und macht auf jeden Fall dann auch Sinn mit dem MT5, wenn wir jetzt schon die Möglichkeiten halt haben in der Form. Da dann halt auch entsprechend die Sachen dann auch zu verwenden. So, also der DAX, da kommt er doch, ne? Haben wir eine schöne, saubere Reaktion an der 113 gehabt. Das ist doch erstmal soweit okay. Hätte man natürlich jetzt schon wieder handeln können, klar. Aber wie das immer so ist, beides gleichzeitig kann ich auch nicht machen. Und vor allen Dingen, ich hätte ihm auch zugetraut, dass er bis 144 halt läuft. Und aber so ist es eigentlich
Mir ist es eigentlich so rum lieber. Das habe ich auch gerade gesagt, ne? Also halt, wenn wir hier die Chance kriegen und es sieht auch ein bisschen danach aus, dann würde ich hier ab der 035, würde ich tatsächlich mal versuchen, das Ding auch einzukaufen. Das wär natürlich jetzt hier schon noch ein ordentlicher Spike, den er hier hinlegen müsste. Kann aber passieren, zumal wir jetzt hier nach unten auch einen Gap Close im Kassa erstmal haben. Und das für mich eigentlich nie long. Eigentlich nie. Und weil es ganz selten so ist, dass es hier dann wirklich abprallt und dann wieder nach oben zieht. Einzige, was ein bisschen dafür spricht, ist, dass wir jetzt hier auch noch so einen Pivotpunkt haben, der auch gerade überrannt wurde. Vielleicht haben da noch der ein oder andere Interesse daran, da nochmal hinzulaufen, nochmal zurück zur Eröffnung. Das wäre jetzt so das Einzige. Aber normalerweise sage ich halt immer, ein Gap Close nach unten ist eigentlich nie ein Long-Signal, sondern eigentlich eher im Gegenteil. So, den Dow habe ich auch natürlich im Auge. Auf der anderen Seite, der ist auch gleich da, wo er hin soll, nämlich zur 631. So, hier sieht man auch schon, ne? Wird erstmal durchgedrückt. Also nicht so ohne weiteres hier long zu handeln. So, 9:16, Viertelstunde wollte ich ja mindestens warten. Das könnte hier noch ein bisschen mehr werden. Hier haben wir zwar jetzt auch den S2. Und das Schöne ist jetzt hier zum Beispiel, sieht man halt auch im Orderbuch, da ist gerade irgendwie nichts. Ne? Also irgendwie, da ist nicht jetzt irgendwie eine große Order. Oft sieht man das, wenn man halt so einen Punkt hat, sei es jetzt ein Pivot im Stundenchart oder halt auch im Tageschart, dass dann halt anfängt, dass man hier eine größere Order irgendwo sieht, die dann halt auch entsprechend immer wieder nachgefüttert wird. Und sehe ich aber jetzt hier irgendwie nicht, sondern das ganze Bild ist halt auch echt schon immer noch sehr, sehr ausgeglichen. Und von daher halt auch erstmal jetzt kein Grund, hier irgendwo rein zu grätschen. Auch wenn jetzt hier der S2 ist, kann natürlich jetzt sein, dass jetzt jemand eine Market Order, eine dicke aufmacht und dann, klar, reagiert es natürlich. Aber wie gesagt, das wäre so mein präferiertes Szenario. Hier nach unten erstmal alle rauskegeln und dann halt mal gucken, ob wir da nicht doch nochmal den oberen Bereich anlaufen. Auch wenn der jetzt erstmal auch so aussieht, es wird da nichts mehr nachkommen. Aber der Tag ist ja auch noch lang. Also wer hier gelongt hat, ne, kann ich aber immer nur echt wiederholen. Ein Gap Close nach unten ist ganz, ganz selten long zu werten. So, jetzt kriegen wir hier die 4,9. Mal gucken, ob wir da was sehen. Ach, hier haben wir jetzt dann auch, genau, die 0,35 wollte ich. Ne? Hier unten hätten wir tatsächlich dann auch einen Support, also nicht einen Support, sondern einen Pivotpunkt. So, hier kommt auch der Spike. Sieht erstmal böse aus. Macht aber erstmal nichts. Auch jetzt hier erstmal eine überschaubare Position. Wir haben auch hier direkt eine Reaktion an der Stelle. Also es ist genau das, geht hier in so ein Cluster. Und ich glaube nicht, dass es das einfach so in dem Tempo jetzt weiter durchzieht. Wenn wir jetzt Pech haben, dann habe ich natürlich jetzt hier um einen Punkt den Entry verpasst. Super gezeichnet, aber mal gucken. Also könnte man jetzt natürlich halt auch skalieren, ja, wenn man jetzt irgendwie sagt, so als Beispiel 0,5 ist irgendwie meine Maximalgröße und dann kann man natürlich, und das ist halt auch dann das Nette dabei, gerade bei CFD. Ich halte hier mal kurz die Uhrzeit ein bisschen im Auge. Und jetzt hier die 5-Minuten-Kerze wird fertig. Vielleicht liefert die uns noch einen nach. Ich gehe aber mal trotzdem ganz kurz hier auf den Dow. So, den muss ich hier nachziehen an der Stelle, weil hier wird sich jetzt einfach entscheiden, war das Ganze nur ein Fake hier oben drüber über dem alten Widerstand oder reagiert das wirklich? So, und deswegen kam jetzt hier halt auch in einem Rutsch runter. Also wenn man das länger verfolgen möchte, dann gehört der Stop ganz klar hier oben hin. Aber ich will jetzt hier nicht eine Weltreise machen, sondern mir einfach nur angucken, geht das weiter oder geht es nicht, deswegen halt auch nicht mehr über diese Kerze hier drüber. Ich würde sogar
fast sagen, ich mache den hier raus, weil wir, oder beziehungsweise sichere es einfach noch enger ab, weil wir noch gar keine Gegenbewegung hier nennenswert hatten und dann lieber dann irgendwie die Gegenbewegung abwarten und dann da halt raus. Aber das hat jetzt erstmal soweit gepasst, hier auch von der Range an der Stelle und kann man ja mal machen. So, ne? Schön gezeichnet. Meine Güte, manchmal glaube ich, die gucken hier zu und lesen mit, so wie das manchmal hier abläuft. Natürlich machen die das. Ja, ne? Das kann eigentlich nur so sein. Also alles andere ergibt da irgendwie schon gar keinen Sinn mehr. Guck dir das mal an. Hier kurz vorm Pivot, da war die grüne Linie tatsächlich echt wichtiger als der Pivot. Das ist natürlich unglaublich. Wobei die eigentlich, aber das ist jetzt Zufall, ja. Also natürlich, wenn ich sage, die lesen mit, das ist natürlich auch Quatsch, aber das ist jetzt Zufall gewesen, dass der wirklich genau hier reagiert hat. Das war ja eher so Pi mal Daumen. Das war jetzt so der erste Punkt, wo ich sage, so, wenn wir hier reingehen, halt hier unten in diese kleine Clusterung, dann kriegen wir hier eine Reaktion. Das wäre die früheste Stelle. Und genau dort reagiert es jetzt natürlich halt. Aber wie gesagt, Zufall, ne? Oder auch so ein bisschen Pech, wenn man so will. Aber ist nicht schlimm. Die 60 Punkte im DAU waren jetzt auch schon erstmal ganz okay. So, da war der Vorwochenschluss bei 3, 4. Ja, aber wie gesagt, ne, ich meine, wir reden hier jetzt wirklich gerade über einen Tick. Also eigentlich ja fast nur so, wie ich das sehe. Also höchstens einen Punkt an der Stelle, mehr ist es ja gar nicht. Und auch wenn da jetzt der Vorwochenschluss war, dann kann er ja trotzdem irgendwie mal noch einen Punkt tiefer. Das sehe ich jetzt nicht so als kriegsentscheidend an. So, wenn man das jetzt als Beispiel nach unten scalpen würde, also hier jetzt nach unten rein, auch schwer nach oben, das gleiche in Grün, wir hängen jetzt leider genau in der Mitte hier, dann würde ich tatsächlich eher hier oben an den Pivot gehen, zumal wir dann halt auch hier die 15-Minuten-Kerze, die wir hier im Hintergrund ja sehen, dann auch versuchen umzudrehen. Nicht, weil es ein Pivot ist, sondern eben auch, weil wir halt hier, da war ja Support, ja, an der Stelle. Und wäre auch eine schöne Übertreibung hier über die vorige 5-Minuten-Kerze, hier oben über die Eröffnung. Und von da sollte es eigentlich mindestens, falls er das überhaupt macht, nochmal recht schnell hierher dann auch ziehen. Das wären auf jeden Fall, also höchstwahrscheinlich sehr schnelle 10 Punkte, die man hier machen könnte. Deswegen lasse ich jetzt erstmal so liegen. So, und hier unten gucken, ob das nochmal kommt. Ich hoffe es ja erstmal. Und da kann man dann wahrscheinlich im 1-Minuten-Chart ein bisschen besser sehen, was da halt passiert. Sag mal, hatte ich das nicht letztens auch schon, dass ich irgendwie genau so einen Punkt da halt, es fällt mir gerade ein, den habe ich ja auch irgendwie verschlafen. Aber den habe ich ja eigentlich jetzt gar nicht verschlafen, sondern dann eher zu weit ausgereizt. Aber verschlafen jetzt nicht. Das ist natürlich jetzt schon ein bisschen spooky hier an der Stelle. Gucken, was der Minutenchart uns verrät. Nicht so wirklich viel. Aber schön zu sehen halt, ne? Das Prinzip eben auch. Deswegen hier an solchen Punkten oder generell hier beim Kassaschluss nicht longen, wenn es von oben kommt. Und auch hier mit der 49, das hat auch gut gepasst. Also, wo ich ja vorhin meinte, einmal unters Tagestief, weil es hat einfach auch nicht wirklich Relevantes an der Stelle, sondern lieber dahin, wo dann auch schon mal Alarm gewesen ist. Das heißt, wo schon mal einige zugeschlagen haben, macht wesentlich mehr Sinn als an so einen Punkt. Gerade wie gestern, also wo hier halt, ich meine, das war nicht das Tagestief gestern, das war das Tief im Kassa, aber wo halt kein Volumen im Markt war, das macht halt gar keinen Sinn, da halt irgendwo dann auch reinzugehen. So, jetzt mal gucken, ob wir hier noch irgendwas reißen können. Ist jetzt mein Internet fort? Hurra, hurra. Auch hören wir dich. Ja, noch? Aber hier hat gerade irgendwas gehakt. Okay. So. So ist das halt, wenn man nicht schnell genug ist. Ne? Nee, aber generell halt. Und solange das so ist, solange hier noch gekauft wird, ist das Ding einfach seitwärts und sonst gar nichts. Und deswegen macht es da auch echt, glaube ich, mehr Sinn, da halt irgendwo unten auch nochmal irgendwo zuzuschlagen.
als da halt irgendwie auf den großen Move zu hoffen. Auch wenn es jetzt hier natürlich schon eine Strecke war, ne? Also vom Hoch an 113 bis zu 35, immerhin 80 Punkte schon. Fast 80 Punkte, schon ordentlich. Ist auf jeden Fall was los hier bei der Eröffnung. So, und hier mal gucken, wenn er jetzt hier nochmal einen Sprung nach unten macht, dann würde ich eher an der Eröffnung von der letzten 5-Minuten-Kerze, also in dem Bereich hier unten, da versuchen, mit kleinem Risiko nochmal reinzukommen und von da halt bis zum Kassaschluss von gestern halt zu laufen. Weil wir haben ja hier Käufer, ist ja nicht zu übersehen, die aber hier auch jetzt gerade so ein bisschen unentschlossen sind. Mal gucken, ob das funktioniert. Die Herkunft der, ja, genau, also der Ingolf fragt gerade, wo jetzt die 034 herkommt. Mache ich gleich nochmal. Ich gucke erstmal, ob das hier funktioniert. Bitte nicht nachmachen. Aber das wäre jetzt nicht untypisch, ja, jetzt hier an die Eröffnung von der davorliegenden M5 nochmal hinzulaufen. Das wäre jetzt nicht so wahnsinnig außergewöhnlich, aber zieht jetzt schon hoch. Dann machen wir es doch anders. Ich versuche mir hier oben per Long Stop reinzukommen. Und wird die hier dann als Reverse dann halt setzen. Also hier liegt jetzt auch nicht so viel Material, so, da sind wir doch. Okay. Gut, dann mache ich den mal weg. Jetzt mal gucken, noch 3 Minuten, bis die 30-Minuten-Kerze fertig ist. Ist natürlich jetzt hier eine Riesenposition, aber darum geht es ja nicht. So, und falls wir jetzt da oben hinrennen sollten, würde ich ihn da oben auch entsprechend sofort drehen. So, jetzt muss ich gucken, ich sichere den jetzt sofort ab. Weil entweder laufen wir jetzt hier durch und machen die 30-Minuten-Kerze dann oben Richtung Gap fertig oder wir kommen nochmal runter. Und dann brauche ich hier aber auch nicht drin zu bleiben. Sichere den mal mit dem kleinen Plus ab und wird halt wirklich nur die Bewegung bis hier oben hin. Ich ziehe den auch mal runter an der Stelle. Weil oft ist ja so, dass wir halt in der ersten halben Stunde dann auch einen Impuls kriegen. Und wenn der jetzt nach unten geht, dann gehe ich halt hier mit einem Punkt oder einem Tick an der Stelle halt raus. Und ansonsten, wenn er nach oben geht, kriege ich entsprechend ein bisschen mehr hier. Aber hier unten sammeln sich die Long Orders. Wenn wir nicht hoffen, dass der nochmal hier runterkommt, ich ziehe den Stop mal ein bisschen nach. So, noch 1 Minute und dann wird die M30 fertig. Spannend. So, genau. Ich ziehe den jetzt sofort hinterher, weil das ist nur ein Impuls hier höchstwahrscheinlich. So, den lasse ich jetzt erstmal in der Übertreibung, also da, wo er eigentlich hin sollte. Wird den dort dann drehen. Ich stelle das mal hier eben um auf Punkte. So, zack. Und da sind wir schon. Einmal gedreht hier oben. Und wenn der jetzt halt hier rausgeht, ist ja nicht schlimm. Das Ding bleibt ja, ist ja nach wie vor, sind wir dann hier im Plus. Also mir sieht der ein bisschen übermotiviert hier aus. Deswegen, ich ziehe den Stop mal noch mal ein Stück näher. Setze den gleich auf BE. Ja, komm, das wird zu. Ja, gut, okay. Ich hätte ihn jetzt eh rausgenommen, aber das passt doch, ne? So, das war jetzt halt einfach eine ganz typische Reaktion
die wir halt dann auch zu 30 Minuten beziehungsweise zu fertigen M30 bekommen. Den hätte man jetzt natürlich auch hier drin lassen können, aber ist jetzt erstmal okay. Weil was jetzt erstmal kommt, ist nochmal ein bisschen Rauschen nach Abschluss von so einem Impuls. Und klar kann der jetzt nochmal ganz runter. Vielleicht wird das jetzt auch der Mega-Run. Ich weiß es nicht. Aber mir ist jetzt erstmal wichtig, das, was ich hier machen wollte, ist soweit aufgegangen. So, und das war jetzt halt letzten Endes, wie viele Punkte waren das jetzt gerade? Da irgendwie 23 Punkte. So, in 3 Minuten. Das ist doch okay. Und alles Weitere wird man dann jetzt halt auch sehen, ja, also jetzt hier dann halt irgendwie zu orakeln, ja, wir knattern bestimmt da unten durch oder wir brennen durchs Dach, keine Ahnung, ja, also wir sind seitwärts und genau sowas, wie wir das hier jetzt gerade hatten, wie ich das gezeigt habe, kann man das auch machen. Also wie gesagt, Positionsgröße ist hier bitte völlig egal, ja, weil das ist ein Test-Account, wo der ist nicht dazu da, da halt irgendwie Geld zu verdienen, sondern um Funktionen zu testen. Und genau solche Geschichten, wie ich es halt hier jetzt irgendwie gerade habe, die ich auch leider nur auf dem Live-Konto immer machen kann. Ich sage immer, der Test von Futures ist leider echt eine teure Angelegenheit manchmal, weil ich natürlich auch nicht immer warten kann, bis dann halt irgendwie so ein Trade mal aufgeht, sondern halt auch oft mal schnell rein raus und dann halt irgendwas aufzuspüren, was halt irgendwie gerade hakt. Also wie gesagt, das ist egal, es geht um die Bewegung. Ne? Wir hatten hier 23 Punkte. Mit einem Stop-Loss, der halt initial bei 10 Punkten lag und der auch sehr, sehr schnell viel, viel enger war und heißt, kann man machen. So, hier sieht man jetzt zum Beispiel halt, ne? Da ist es natürlich jetzt hilfreich. Da sieht man, da ist eine fette Order da unten. Ich mache es mal noch ein bisschen größer. Die gesellt sich hier auch wunderhübsch zum, wenn man nochmal runterkommt, sieht man es. Da ist er. Zum S2, ne? Da passt die wunderbar dazu. Und das kann man natürlich dann jetzt an der Stelle eigentlich ganz gut kombinieren mit jetzt zum Beispiel halt einem S2, wie jetzt hier an der Stelle, oder halt eben auch anderer Ansatz wäre, ich meine, hier sind wir vorhin gestartet mit dem Long ja auch, nochmal den Käufer hier ausloten, der an der Stelle ja ganz offensichtlich gesessen hat. Egal, ob der jetzt hier wirklich eingekauft hat oder nur Short aufgelöst hat, spielt ja gar keine Rolle. Aber das kann man natürlich dann an der Stelle kombinieren. Das heißt, hier könnte man es nochmal versuchen, auch mit einem Stop, der wesentlich geringer ist als 10 Punkte, da halt dann auch nochmal reinzugehen und nochmal gucken, ob wir von da also vielleicht sogar über den Pivot nach oben wegkommen und dann auch die Eröffnung möglicherweise halt auch nochmal sehen und oder vielleicht sogar das ganze Ding nach oben auch auflösen. Ja, also kann sein. Aber hier sieht man jetzt eben, was ich vorhin halt auch gemeint habe, was jetzt kommt, ist erstmal so ein bisschen Rauschen ohne Richtung. Das heißt, also hier ist auch mal einer mit der gleichen Idee wie ich dann ausgestiegen, nur ein bisschen größer als mit meiner Positionsgröße und hat erstmal aufgelöst. So, was da jetzt weiterkommt, man weiß es nicht, aber hier unten, das meinte ich eben gerade, da ist natürlich schon, wenn das jetzt kein Fake ist da unten, dann liegt es natürlich auch schon nahe, dass hier nochmal jemand eindeckt, der hier aufgelöst hat an der Stelle. Und dann, wenn das so ist, also wenn diese Order halt hier unten bestehen bleibt und hier unten nochmal Kaufvolumen reinkommt, und dann sollten wir halt tatsächlich auch von da nochmal größer nach oben durchlaufen. Also, falls wir die jetzt halt nicht mehr sehen, jetzt hier, solange das Webinar halt ist, kann man sich mal angucken, einfach mal im Kopf behalten, die 12.060 im CFD wohlgemerkt. Also nochmal, da war ja der Ingolf, Entschuldigung, der Ingolf hat ja gefragt. Ich mache die jetzt auch mal eben hier weg, bevor nachher ich da irgendwas übersehe. Und der Ingolf hat gefragt, wo kommt die Nummer her? Also der Ansatz ist eigentlich immer völlig simpel. Ja, ich weiß, immer gemein, wenn man sowas sagt und wenn es dann auch noch funktioniert. Aber ich mache es natürlich jeden Tag, also von daher, mir fällt das natürlich dann auch nicht mehr so wahnsinnig schwer. Also nochmal. Wir hatten gestern, der Ansatz war ja der, wir hatten gestern extrem dünnes Volumen. Ja, sieht man hier übrigens auch. Ja, auch mal kurz zeigen, mal zum Vergleich. Wir hatten gestern hier irgendwie 32.000 Kontrakte im Future. Und das ist nichts, ja, im Vergleich nämlich, wenn man da mal ein paar Tage zurückgeht. Und da sieht man halt zum Beispiel hier, wo ist er? 52.000, auch nicht viel. Es ist auch noch dünn. Ich mache mal ein bisschen kleiner hier, beziehungsweise mal einen anderen Timeframe.
Guck mal, da ein bisschen mehr sieht. Hoppla. Oh, da haben wir einen lustigen Darstellungsfehler. Das sieht doch gut aus, ne? So, da haben wir hier, Moment. Das wird nämlich immer erst angezeigt ab einer gewissen Skalierung. Sag mal. Also 32.000 gestern war nix. 52.000 am Freitag, 73.000 am Donnerstag, auch immer noch, ja, obwohl das, da kommt schon ein Bereich vom Normalen rein. Also ab 70.000, das ist eigentlich so DAX-Niveau. Aber 32.000 gestern ist natürlich generell unterirdisch. Da braucht man aber jetzt gar nicht mal unbedingt irgendwie das Volumen zu messen, sondern das sah man ja halt auch, ne? Dass da halt irgendwie, dass das war ja, da war, der Markt war ja tot gestern. So, und ausgehend davon, dass natürlich ein toter Markt ohne Volumen nichts zu melden hat, sind entsprechend hier solche Supports, wie wir ihn gestern hatten, hier bei der 12.049, ist natürlich dann halt auch nicht relevant. Ne? So, von daher bin ich mal davon ausgegangen, das wird sowieso nicht halten, weil da gestern mit Pipi-Volumen halt wirklich halt hier der Punkt gehalten wurde. Das heißt, da hat keiner irgendwie wirklich Interesse gezeigt. So, und was ich halt einfach mache ist, was die meisten vielleicht machen würden, wäre halt hier so ein Peak ausloten. Ja, das ist schon okay, ja, weil halt es wurde ja gekauft. Ab hier ist ja erstmal richtig. Was ich aber halt stattdessen mache ist, ich suche mir halt hier eher so ein, wo wir halt wirklich ein Auf und Ab hatten, ja, und nehme mir dort den unteren Bereich. Deswegen die Genauigkeit, die war tatsächlich echt gerade Zufall. Das war nicht irgendwie halt das ganz großes Können, das war wirklich Zufall, muss ich halt hier an der Stelle wirklich auch gestehen und einräumen. Dass wir aber hier reagieren, bevor wir den Peak sehen, das habe ich allerdings schon vermutet, einfach aus dem Grund, weil wir halt hier, wenn man das halt mal ein bisschen, kann man ja wesentlich unschärfer auch machen, weil wir haben ja hier überall Support. Ja, da ist ein Peak, da ist ein Peak und ab hier ist halt der Ausbruchstart. Hier haben wir halt überhaupt erstmal die längere Bewegung nach oben gestartet. Aber generell war halt hier einfach was los in dem Bereich. Und ich würde mal tippen, ohne es jetzt kontrolliert zu haben, dass wir ab dem Bereich, also ab der 12.020, da halt auch das meiste Volumen auch in dem Bereich auch hatten. Und hier war halt tatsächlich jetzt wirklich nur der Ausbruch. Und zwar nachdem wir hier an der Stelle überhaupt erstmal den letzten Support getestet haben in dem Tag, bevor es hochging. Das heißt, das war eigentlich die Initialzündung. Die hätte natürlich auch nochmal kommen können, aber meistens ist es ja so, dass wir haben eine Initialzündung, dann ist halt nichts passiert und dann ging es weiter und hier ging es los, ja, hier ging es wirklich los und deswegen so kam ich halt einfach auf die 2035 und oft oder was ich halt, ich glaube, was ich noch nie erklärt habe, was ich aber visuell eigentlich immer erfasse, das sind genau solche Geschichten, dass wir halt sowas immer vor dem Ausbruch halt haben und hoppla. Und ich halt dann auch versuche, ne, also ich das hier mal verkürze, und dann halt immer versuche, in so ein Ding, in so ein V, ja, was man, da muss man natürlich ein bisschen genauer hingucken oder auch ein bisschen Vorstellungskraft haben, halt dann versuche, in genau so eine Geschichte irgendwo reinzukommen. Und weil das letzten Endes, wir sind hier im Stundenchart, ich weiß aber doch, dass wenn ich das runterbreche auf 5 Minuten oder was auch immer, sehe ich hier hundertprozentig, sehe ich da eine Clusterung. Und nur, bis ich das jetzt hier gefunden habe im Chart, müsste ich hier ein bisschen viel rumscrollen. Aber das weiß ich ja, das ist eine Clusterung. Und entsprechend halt auch mit Widerständen verbunden, die hier gebrochen wurden, wo nichts mehr zurückkam. Und sowas suche ich mir dann halt, um dann auch in den Markt reinzukommen. Und das gelingt ja halt auch, wie der eine oder andere vielleicht ja schon auch mal gesehen hat, ja doch recht häufig. Das kann man natürlich hier. Wenn man jetzt zum Beispiel halt mit Fibos hier reingeht, nehmen wir mal halt hier den letzten von hier unten, kann man sicherlich auch, aber dann hat man halt immer so, ne, das sieht man halt auch jetzt hier die 61,8. Alles gut und schön. Problem ist immer nur bei Fibos, man weiß halt nie, reagiert die 38, die 61, die 76. Wenn man das aber kombiniert mit so einer Clusterung, mit einem Klumpen, ja, nichts anderes ist ja ein Cluster. Wenn man sich also einfach so einen Klumpen sucht und den dann halt mit seiner Fibo kombiniert, und dann hat man auch eine wesentlich bessere Quote und kann auch wesentlich besser einschätzen, was denn jetzt reagieren wird. Weil ich glaube nicht, dass einer von den Big Playern hingeht, Fibos malt und dann sagt, so, hier haben wir die 61,8, da gehen wir long. Und ja, ich weiß, der Ansatz ist natürlich auch ein anderer, sondern es ist einfach immer so, und das war auch noch nie anders,
Dort, wo gehandelt wurde, wird gehandelt werden. Wo Volumen war, wird Volumen sein. Das ist das Grundprinzip immer. Und das kann man damit dann auch natürlich einfach auch ganz gut matchen. Aber so passt dann halt eben tatsächlich auch die 61,8er FIBO dann dazu. Und was ich gerade sagen wollte, Sie haben ja sicherlich auch Volumen gehabt bei 12.033. Kann man ja mal gucken, ob das stimmt, was ich da behaupte. War das am Freitag? Nee, Quatsch. War mal schon eine Etage tiefer. Wo ist denn dieses Klümpchen? Ah, hier ist es, ne? Genau, da ist es doch. Also, Point of Control. Genau, richtig getippt. Das war also fast der Point of Control dann auch vom. Wo sind wir hier? Ist das der Freitag? Ich glaube ja, ne? Ja, müsste der Freitag sein. Also, ne, da sind wir gerade eingetaucht in dieses Ding hier, ja, in dieses Gebilde. Mal ein Strichchen malen, dann gucken wir, wo der Pock da gelandet ist, wo wir da gerade waren, ne? Also knapp drüber. Und das passt dann halt schon so weit. Und hier sieht man es ja halt auch, ja. Da ist ja das ominöse V, was ich eben vorhin gezeichnet habe, da sieht man es ja jetzt. Also hier irgendwie Ausbruchsversuch nochmal korrigiert und dann halt hier so Bäm, ohne dass halt hier nochmal rückgetestet wurde. Und was macht er? Geht genau in so ein Ding dann halt zurück. Typisch. Gut. Okay. So, ich glaube, wir sind auch hier eigentlich, gibt eigentlich gar keinen Grund mehr, hier jetzt irgendwie noch großartig weiterzumachen. Das passt ja erstmal alles. Also im Dow kann ich auch mal, den habe ich jetzt ja ganz vergessen. Wo der gelandet ist, den wollte ich auch mal noch beäugen. Ja, ne? Also, die 631 halt eben und war dann also auch richtig. Und das ist halt die Range, die wir jetzt erstmal haben. 631, 683. Und kann jetzt sein, dass wir hier noch ein bisschen hinher schieben und alles Weitere wird man im Laufe des Tages halt rausfinden müssen. Aber natürlich jetzt erstmal, ich freue mich natürlich, dass halt auch mal wieder was untermauern konnte, was ich halt auch immer sage, einfach gucken, wo treffen die Interessen aufeinander und dort dann halt einfach nochmal ein bisschen genauer gucken und in den Markt rein. Ist die sicherste Variante, irgendwie da halt auch was mitzunehmen, statt jetzt irgendwie auf die großen Trends zu setzen, vor allen Dingen, wenn es so ist wie heute, wo wir halt einfach nur seitwärts sind. Okay, also Nelson, wenn du einverstanden bist und wenn die Teilnehmer auch nichts dagegen haben, würde ich hier jetzt tatsächlich irgendwie meine Aufmerksamkeit meiner Kaffeemaschine widmen und noch einen Kaffee trinken. Aber ich Kannst du glaube, das zweites war Brötchen essen? genau. Alles gut. Also war ja heute wieder sehr interessant, schöne Trades gemacht und vor allen Dingen auch eine schöne Überraschung, eine Ja. schöne Ankündigung. Und ja, wir freuen uns umso mehr auf die neue Version demnächst. Ich bedanke mich bei dir natürlich und auch bei den Teilnehmern. Vielen Dank, dass Sie heute wieder live dabei waren und dem Dirk zugehört haben und auch zugeguckt haben. Ja, ich wünsche Ihnen noch einen erfolgreichen Tag. Wie immer passen wir auf Ihre Position auf und würde mich freuen. Wir haben das nächste Webinar zusammen, Dirk, nächste Woche Freitag, NFP. Ach, Also du bis ahnst es nicht, ja, stimmt. dahin. Also bis Freue mich schon dahin. auf Gold, nicht. Ey. Nicht. Alles klar, prima. Dann Dirk, du hast das Schlusswort und ich verabschiede mich. Vielen Dank. Tschüss. Ja, danke natürlich von meiner Seite, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht und ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Und ja, ich meine, ich bin natürlich erstmal froh, dass das Ganze wirklich ja halt alles wunderbar hier aufgegangen ist. Und ja, mehr kann ich dem jetzt auch eigentlich gar nicht mehr hinzufügen. Also, wie gesagt, herzlichen Dank, dass ihr dabei wart. Und holt euch den Stereo-Trader, falls ihr noch nicht habt. Geht zu FX Flat, falls ihr da noch nicht seid. Und ich freue mich aufs nächste Mal. Passt auf euch auf. Bis dann. Und danke natürlich an Nelson und an FX Flat hier, ne, für heute Morgen auch noch. Also, bis dann. Ciao.